Auch wenn heute immer mehr Menschen alles auf ihren Smartphones oder Tablets lesen, sind und waren Bücher eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit. Und ihre Auswirkungen zeigen sich auch heute noch in unserer digitalen Welt. Zum Beispiel, wenn wir auf unserem Smartphone so wischen. Denn damit imitieren wir das Umblättern von Seiten in Büchern. Und bei Büchern und Buchdruck denke ich sofort an das Druckverfahren von Johannes Gutenberg. Wie das funktioniert, weiß ich allerdings noch nicht so genau und deshalb besuche ich heute das Deutsche Technikmuseum in Berlin. Hier treffe ich mich mit Stefan Krämer. Er leitet die museumseigene Leerdruckerei, in der man auch heute noch genauso drucken kann wie zu Gutenbergs Zeiten. Aber bevor wir uns der Leerdruckerei widmen, schauen wir uns Gutenberg noch mal genauer an. Hier siehst du den Nachbau einer Druckpresse aus dem 17. Jahrhundert, die der von Johannes Gensfleisch sehr ähnlich ist. Gensfleisch war Gutenbergs bürgerlicher Name, mit dem er um das Jahr 1400 in Mainz zur Welt kam. Der Beiname Gutenberg kam dann, so vermuten zumindest Historiker, einige Jahre später hinzu. Über Gutenbergs Leben wissen wir ansonsten relativ wenig. Fest steht aber, dass er um das Jahr 1448 nach Mainz zurückkehrte. Hier arbeitete er nun an einem neuen Druckverfahren. Und für genau dieses Druckverfahren ist Stefan Krämer Experte. Hallo Stefan. Hallo, herzlich willkommen im Deutschen Technikmuseum. Mich würde interessieren, welche Bedeutung hatten denn Gutenbergs Erfindungen? Nun, gedruckt wurde schon lange vor Gutenberg. Beispielsweise im antiken Rom und in Ägypten hat man schon Stempel benutzt aus Ton und Holz. Im Mittelalter wurde in Europa bereits gedruckt mit Holztafeln, also aus dem Holz herausgeschnittene Druckbilder. Große Mengen von Text wurden im Mittelalter meist von Hand kopiert, von Mönchen in Klöstern. Und was Gutenberg erfunden hat, ist eine effektive Art, große Mengen von Text einfach zu vervielfältigen. Und was war dann so besonders an diesem neuen Druckverfahren? Es waren drei zentrale Entwicklungsschritte nötig. Zunächst einmal das Papier, das schon lange vor Gutenberg in Asien erfunden wurde. Als zweites brauchte man ein Verfahren und Werkzeuge, um bewegliche Lettern aus Blei herzustellen. Da kommt dann wieder Gutenberg ins Spiel. Er hat den technischen Rahmen geschaffen, um diese Buchstaben herzustellen. Das heißt, jetzt fehlt nur noch der dritte Schritt, mit dem die Farbe dann aufs Papier kommt. Sehr richtig. Das passiert dann hier mit einer solchen Presse und es handelt sich hier um ein Hochdruckverfahren. Die druckenden Stellen und die nicht druckenden Stellen sind durch einen Höhenunterschied voneinander getrennt und die Farbe wird nur hier oben auf diese Flächen aufgetragen und dann wie bei einem Stempel mit Druck aufs Papier übertragen. Das kann ich euch gerne mal in der Leerdruckerei zeigen.